Wir haben 14 Uhr. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem Webinar aus der Praxis, wie du nachhaltig Link aufbaust. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich dabei seid und erschienen seid. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir starten dann auch direkt, nachdem wir noch ein paar organisatorische Sachen geklärt haben. Wie immer bei unseren Webinaren bekommt ihr das Ganze danach auch als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Und wir schicken euch auch im Nachgang noch die Präsentation per E-Mail zu. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann auch nochmal Revue passieren lassen oder falls ihr irgendwie früher los müsst, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt natürlich auch jederzeit über den Chat oder über das F&A-Tool Fragen stellen. Die würden wir dann am Ende beantworten. Da haben wir extra Zeit eingeplant für eine kleine Q&A-Session. Da steht euch der Michael auf jeden Fall zur Verfügung. Und ich habe es gerade schon gesagt, wie immer habe ich heute auch Verstärkung dabei und zwei Experten mir mitgebracht. Zum einen die Elena, die bei uns Search Marketing Consultant ist und natürlich unseren Experten, den Michael Tranan, der bei uns wirklich aus der Praxis erzählen kann, ja, wie ihr nachhaltig Links aufbaut, weil das seine tagtägliche Arbeit ist. Der wird sich aber später auch nochmal genauer vorstellen. Und dann würde ich sagen, genug der organisatorischen Dinge. Wir starten direkt und ich übergebe das Wort erstmal an die Elena. Genau, hallo und herzlich willkommen und vielen Dank für die Einleitung, Anka. Mein Name ist Elena. Ich bin in der strategischen Kundenbetreuung bei Eolog tätig. Das heißt, ich bin die erste Anlaufstelle, wenn es um die Neukundenberatung geht und darum, um euch auch richtig bei uns in der Agentur zu positionieren. Denn wir bieten nicht nur Link-Building an, sondern ja, sind im Endeffekt auf diesen vier Säulen aufgestellt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir uns auf zwei große Bereiche konzentrieren, nämlich auf SEO und Paid Advertising. Ja, im Bereich SEO, da fallen natürlich solche Dinge wie Keyword-Recherchen rein, wie SEO-Audits, aber auch die kontinuierliche SEO-Betreuung, wo wir gemeinsam mit den Kunden die ausgearbeiteten Maßnahmen dann auch umsetzen können. Wir haben auch eine eigene Content-Creation-Abteilung, wo wir dann auch die SEO-Texte erstellen, aber auch zum Beispiel eine Qualitätskontrolle von Texten machen können und aber auch Content-Schulungen durchführen. Wir haben natürlich auch, wo ja das Thema On-Page-SEO stattfindet, findet auch irgendwo Off-Page statt. Und das ist das Thema Content Outreach, wo im Endeffekt der Michi euch heute mehr dazu erzählen wird. Das ist das große Thema SEO, aber wir bieten eben auch Paid Advertising an. Das ist der andere Bereich, wo es im Endeffekt um bezahlte Werbung geht. Und da gibt es im Endeffekt nichts, was wir nicht abdecken. Aber ja, wie gesagt, heute konzentrieren wir uns explizit auf das Thema Off-Page-SEO, auf das Thema Link-Building. Und da möchte ich auch direkt an Michi übergeben, der euch da sicherlich einen spannenden Einblick gewährt. Ja, erstmal vielen Dank, Elena, und vielen Dank an Katrin für die Einleitung. Ich würde mich auch gerne mal vorstellen. Man kann mich auf dem Bild sehen und wahrscheinlich auch in Zoom. Ich hoffe, man versteht mich auch gut. Mein Name ist Michael, bin seit knapp 6 Jahren bei der Eology in der Abteilung Content Outreach. Das heißt, ich bin Projektmanager und Berater zum Thema Off-Page-SEO, also der komplette Content Outreach-Prozess. Da geht es dann oder fängt an bei der Strategie, zur Planung, zur Umsetzung und dann am Ende zum Controlling. Genau. Ansonsten, ich betreue nicht nur B2C-Shops, was jetzt viele denken würden, dass im Link-Building nur B2C-Shops bedient werden, sondern auch B2B-Unternehmen, also sehr, sehr breit gestreut. Genau, heute geht es ums Thema, ja, ich mache mal weiter, aus der Praxis, wie du nachhaltig Links aufbaust. Da habe ich jetzt folgende Agenda für euch mitgebracht. Einmal ist es, ja, genau. Einmal geht es ums Thema Content Marketing, Inhalte und Beispiele. Das heißt, alles, was wir oder was ich euch heute zeigen werde,
ist ja das Grundgerüst Content Marketing. Deswegen habe ich hier nochmal einen Punkt aufgenommen, wo es um die Inhalte geht und ein Beispiel dazu. Und ansonsten geht es dann auch gleich weiter in diesen Outreach-Prozess. Das heißt, potenzielle Linkgeber finden. Als drittes, wer sind überhaupt die richtigen Ansprechpartner? Da gibt es auch mehr, als man denkt. Dazu dann später in den Folien. Dann, wie man die Kontaktaufnahme machen sollte und was es da zu beachten gibt. Und zu guter Letzt, Linkanbindung und Monitoring. Jetzt bin ich eins zu früh rein. So, Linkanbindung und Monitoring. Das heißt, da werde ich auch nochmal erklären, wie der Link am besten eingebaut werden sollte, wie wir das Ganze monitoren und warum das Ganze wichtig ist. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal an mit dem Thema Content Marketing. Was ist Content Marketing überhaupt? Content Marketing ist die Gestaltung und Erstellung relevanter Inhalte, die der Zielgruppe einen informativen, beraten und oder unterhaltenen Mehrwert bringen. Das heißt, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem kann es eine Infografik sein, ein White Paper, ein E-Book, eine Studie, eine Statistik, eine coole Landingpage einfach. Und ja, das ist so das Grundgerüst von Content Marketing. Das heißt, jeder, der eine Webseite betreibt oder betreut, kann eine Content-Marketing-Kampagne durchführen. Egal ob B2C oder B2B, was ich auch vorhin schon gemeint habe, wir betreuen beides. Und genau, das ist jetzt das Grundgerüst. Ansonsten geht es auch schon zu den Zielen. Das heißt, es gibt klar definierte Ziele für eine Content-Marketing-Kampagne. Ich fange jetzt mal ganz links an, das heißt dann Rankings. Das heißt, man möchte mit der Kampagne bestehende Keywords verbessern oder komplett neue dazugewinnen. Dann mache ich mal einen Uhrzeigersinn weiter. Man möchte natürlich auch Traffic und Besucher generieren. Das ist auch ein Hauptziel, sage ich jetzt mal, was jedem Unternehmen wichtig ist. Ohne geht gar nicht. Man möchte den Umsatz steigern. Und was es bei uns heute geht mit einer Content-Marketing-Kampagne, wir wollen Backlinks einsammeln. Das heißt, wir sammeln die ein. Oder ich habe jetzt mir hier noch notiert Social Signals. Das heißt, wir sammeln nicht nur Links ein, sondern im besten Fall wird die Kampagne oder die Landingpage, die wir erstellt haben, noch in sozialen Netzwerken geteilt. Ob das jetzt Instagram, Facebook oder Twitter ist, ist erstmal egal. Aber das ist halt so ein Nebeneffekt, sage ich jetzt mal. Und ja, umso öfter man mit seiner Landingpage, mit dieser Content-Marketing-Kampagne verlinkt wird, desto relevanter schätzt Google quasi die Webseite ein. Das heißt aber nicht, dass jeder Link eine Empfehlung ist oder gut ist, sondern da muss man wirklich differenzieren zwischen guten Link und schlechten Link. Also da spielt Qualität eine sehr, sehr große Rolle. Da werde ich dann noch mehr dazu erzählen. Und genau, ein weiteres Ziel ist einfach ja, Branding, Bekanntheit. Klar, man möchte seine Marke bekannter machen. Genau, das erstmal zu den Zielen. Muss man halt davor klar definieren als Webseitenbetreiber, was ist wichtig, was für Werte sind da vor allem wichtig. Und genau, dann kommen wir schon zu den Kriterien einer guten oder einer Content-Marketing-Kampagne. So, da haben wir zunächst einmal, die Landingpage sollte hochwertig sein. Das heißt, die aktuellen SEO-Standards sollten mindestens erfüllt sein. Die Landingpage oder die Marketing-Kampagne sollte so weit wie es geht werbefrei sein. Ich weiß, das ist ja zwar nicht immer möglich. Es wird sich logischerweise trotzdem irgendwo mal ein Logo abbilden auf der Webseite. Aber ich sage mal so, desto werbefreier die Landingpage ist, desto einfacher lassen sich dann im Nachgang die Backlinks einsammeln. Darum geht es ja erstmal. Genau, dann exklusiver Content, das ist auch eine Anforderung. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, das kann eben eine Infografik sein, ein E-Book, eine Statistik. Und ja, es sollte keine Textwüste sein, sag es mal so. Ansonsten sollte die Landingpage oder die Content-Marketing-Kampagne Mehrwert für die Leser oder für die Zielgruppe bieten. Klar, ne, wenn man da jetzt, ich sage jetzt mal, komplett falschen Content oder Content publiziert, der überhaupt keinen Sinn macht, dann macht es natürlich erstens im Linkaufbau viel schwieriger und zweitens bietet man den Leser einfach keinen Mehrwert. Dann gibt es noch den Punkt Expertenstatus. Damit meine ich, wenn wir
eine Content-Marketing-Kampagne oder eine Landingpage erstellen über ein gewisses Thema. Ich habe dazu dann auch gleich noch ein fiktives Beispiel, was ich mir ausgedacht habe. Wäre es immer nicht schlecht, einen Experten noch dazu zu holen. Das kann ja ein Influencer sein, ein Fachexperte für ein bestimmtes Thema, einfach um einen größeren Multiplikator zu haben irgendwo. Ja, umso mehr Fachmeinungen da drin sind, desto besser lassen die sich dann auch bei den potenziellen Linkgebern unterbringen und siegen. Ansonsten, was auch wichtig ist, ist die Aktualität. Das heißt, desto aktueller der Content ist oder das Thema des Contents, desto einfacher lässt sich ja die Kampagne streuen, weil wir bei der Recherche, da komme ich dann auch nochmal drauf zurück, bei der Recherche der potenziellen Linkgeber, umso ja, mehr News darüber geschrieben werden, desto aktueller das Thema ist, desto einfacher können wir auch den Webmaster überzeugen. Wenn es jetzt ein Thema ist, was vor 10 Jahren irgendwo in ist und wir das nochmal neu aufgreifen bei einer Content-Marketing-Kampagne, das würde uns vermutlich einfach nur Steine in den Weg legen. Von daher ist da die Aktualität super wichtig. Genau. Das zu den Inhalten und zu den Kriterien für eine Content-Marketing-Kampagne. Jetzt habe ich mir was Cooles ausgedacht. Und zwar, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass wir als Yology oder wir als Marketer einen Kfz-Teile-Shop haben, im B2C-Bereich meinetwegen. Da wäre jetzt die Content-Marketing-Kampagne, was ich mir ausgedacht habe, ein Spritsparrechner. Der Spritsparrechner, den ich mir überlegt habe, das ist einfach eine Landingpage, die auf dem Kfz-Teile-Shop integriert worden ist. Und er liefert Tipps zum Spritsparen, so habe ich es mir jetzt gedacht, und einen entsprechenden Rechner, der die umgesetzten Tipps in erspartes Geld einfach umrechnen kann. Das ist so die Ursprungssituation jetzt. Also mit diesem Beispiel werden wir jetzt im folgenden Webinar die Grundlage setzen. Das heißt, alles, um was es geht um diese Kampagne. Ansonsten habe ich hier rechts noch Bullet Points aufgeführt. Und zwar, es ist ein exklusiver Content, eben ein Rechner inklusive Einspartipps. Ich habe auch davor mal geguckt, es gibt aktuell keinen ähnlichen Rechner. Das heißt, das wird wirklich, der Content würde unique sein und der Rechner auch. Es gibt zwar Rechner im Netz, aber da geht es eher um ja, Benzinkosten berechnen. Von daher ja, habe ich mir das Thema eben ausgesucht, auch aufgrund der aktuellen Lage. Genau. An sich bietet das Ganze Mehrwert für die Leser des Kfz-Teile-Shops. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass irgendwo die Zielgruppe angesprochen wird. Ja, im Prinzip jeder, der ein Auto hat oder darauf angewiesen ist oder einfach tanken muss, den würde das quasi interessieren. Deswegen ist das Thema auch sehr aktuell, wegen eben hohen Spritpreisen. Wir können es jetzt nicht beurteilen, ich habe da ja nur Icons reingefügt in die Webseite, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Landingpage hochwertig ist und vor allem auch werbefrei. Und wir hatten das Thema vorhin mit Expertenstatus. Das habe ich jetzt ganz vergessen noch einzufügen. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir als Experten den ADAC mit eingebunden haben, um halt ja wirklich Daten und Fakten zu liefern, damit das Ganze noch untermalen wird, dieser Spritsparrechner von dem Kfz-Teile-Shop mit einem Expertenstatus. Genau. Somit hätten wir eigentlich quasi alles erfüllt, was in einer guten Content-Marketing-Kampagne beinhaltet werden müsste. Genau. Jetzt habe ich eine kleine Kurzumfrage für euch. Die Anke wird mir freundlicherweise gleich ja, die Umfrage einbinden. Und zwar, habt ihr oder hast du bereits eine Content-Marketing-Kampagne durchgeführt? Da geben wir euch mal ja, ein paar Sekunden Zeit, damit ich so auch ein bisschen das Gefühl bekomme, okay, ja, habt ihr sowas schon mal gemacht? Wie tief kann ich da reingehen? Und so weiter. Von daher einfach nur mal kurz diese kleine Umfrage. Genau. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich sehe schon, ihr stimmt fleißig ab. Ich glaube, wir sind dann nämlich auch schon fast durch. Die meisten haben tatsächlich abgestimmt. Von daher würde ich sagen, ich schließe das Ganze hier und wir schauen es uns auch gleich zusammen an. So, jetzt müsstet ihr sehen, was dabei rauskam. Also knappe Sache auf jeden Fall. 53%, die sagen ja, habe ich schon mal gemacht. Und 47%, die sagen nein. Also Michi, du kannst in die Tiefe gehen, aber du musst auch
allgemein erklären. Ja gut, nee, das freut mich. Das heißt, da sind ja doch welche dabei, für die das ganze Thema Content Marketing oder die Content Marketing Kampagne ja komplett neu ist. Und das sind ja auch viele dabei, also über die Hälfte tatsächlich, die schon mal so eine Kampagne ja durchgeführt haben. Und ich bin mir sicher, ich kann euch da die ein oder anderen Tipps, egal ob das jetzt was mit der Kontaktaufnahme zu tun hat oder mit coolen Tools, mit denen wir arbeiten oder die euch da einfach helfen werden, da werde ich euch mit Sicherheit noch das eine oder andere zeigen können. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Abstimmung. Ich habe das jetzt noch, die Umfrage noch in meinem Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem meinen Bildschirm sehen. Anke, vielleicht kannst du mir kurz Feedback geben, ob man meine Präsentation sehen kann. Ja, sieht man. Okay, alles klar. Das heißt, der Ursprung ist, wir haben jetzt eine Content-Marketing-Kampagne mit diesem Spritsparrechner. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Und zwar geht es weiter mit Recherchemethoden, also wie man potenzielle Linkgeber finden kann. Da habe ich jetzt 4 Punkte. Jetzt haben wir erstmal den ersten, und zwar das ist die klassische Google-Recherche. Werde ich gleich nochmal mehr erläutern. Und dann gibt es noch Google Alerts. Mit denen arbeite ich oder wir hier in der Firma Biology im Outreach auch sehr häufig. Das ist auch ein kleiner Helfer. Was jetzt so mehr oder weniger der wichtigste Punkt ist, ist die Mitbewerberanalyse. Und zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Folie mitgebracht. Da geht es einfach um die SEO-Tools, die ja bei der Mitbewerberanalyse helfen, die vielleicht auch bei der normalen Recherche helfen. Und ja, genau. Fangen wir mal mit der klassischen Google-Recherche an. Genau, der Ursprung ist, wie gesagt, Kfz-Teile-Shop, Content-Marketing-Kampagne, dieser Spritsparrechner. Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Man muss erst mal überlegen, okay, welche Seiten sind denn die richtigen? Das ist immer abhängig von dem Inhalt und dem Thema der Content-Marketing-Kampagne. In diesem Fall wäre das bei uns ja Webseiten, ne? Mit dem Themenschwerpunkt Auto, ja vielleicht noch Motorsport, Lifestyle, aber grundsätzlich ja jeder, der ein Auto besitzt oder braucht. Ja, also von daher ist es doch schon sehr umfangreiches Themengebiet auch oder ja, potenzielle Linkgeber. Und ja, wie geht man da vor? Das heißt, man sucht sich erstmal aus, okay, wer ist der richtige Ansprechpartner? Welche sind die Seiten oder welche Seiten sind richtig? Das heißt, auf welchen Seiten sind die Leser, die potenzielle Kunden führen sind? Das heißt, hier ist ganz einfach. Ich habe jetzt einfach mal eingegeben, Automagazin. Jetzt haben wir hier über 366 Millionen Ergebnisse. Oben haben wir gleich die Anzeigen. Unten haben wir dann die organische Ausspielung mit autozeitung.de, autobild, auto.de. Das sind wirklich alles große Magazine, die potenzielle Linkgeber bewerten. Das ist ja das Ziel an der ganzen Sache. Man möchte Links haben von Webseiten, die ja einfach stark sind, themenrelevant sind und ja, ich sage jetzt mal einen gewissen Namen haben. Ich meine, ich glaube, von den Webinarteilnehmern kennt jeder irgendwo die Autobild. Mit Sicherheit. Und ja, so könnte man suchen. Ja, das heißt, man geht einfach die SERPs durch. Das spielt dann in der Regel die ersten, nur die relevantesten Ergebnisse aus. Und so weiter man nach hinten klickt, desto nicht unrelevanter sind sie, aber desto unbekannter vielleicht auch irgendwo. Dann gibt es noch eine Möglichkeit bei der klassischen Google-Recherche. Man kann es hier oben sehen. Also ich hoffe, man sieht es überhaupt richtig, die Screenshots, weil es doch ein bisschen klein ist. Aber wir haben jetzt hier noch den Bereich News. Das kann man auch einfach nutzen. Das heißt, wir haben hier alle Artikel, die neu sind oder Beiträge. Hier steht es da vor 3 Stunden, vor 1 Tag, vor 1 Stunde, vor 3 Tagen. Das sind alles ja, Artikel oder Beiträge, die publiziert worden sind. Unter News eben. Und da könnte man quasi viele verschiedene Suchbegriffe eingeben. Also Automagazin ist jetzt nur ein Begriff. Genau, das sind halt wirklich aktuelle Beiträge. Hat einen guten Effekt, weil im Link oder im Content-Marketing wollen wir Links haben von Seiten oder von Artikeln, die aktuell sind, wo das Thema einfach aktuell ist, wo schon darüber berichtet worden ist. Und so könnte man da schnell reingehen
und sagen, ey, wir wollen da einen Link haben. Aber wie und wie wir das oder wie wir das Ganze machen, da komme ich dann später noch drauf zurück. Ansonsten gibt es auch noch eine Möglichkeit bei der klassischen Google-Recherche. Man kann mit Google-Suchoperatoren arbeiten. Ich habe jetzt hier einfach ein Beispiel rein. In-Text, Doppelpunkt, Spritsparen. Das heißt, Google spuckt jetzt die Ergebnisse aus in den SERPs, wo in dem Artikel der Begriff Spritsparen auftaucht. Das heißt, hier mal gleich ADAC, allianzdirekt.de. Also in der Regel sind es auch große Seiten oder bekannte Seiten. Das wird in den ersten Suchergebnisseiten immer der Fall sein, dass da bekannte Seiten dabei sind. Wie gesagt, umso weiter dahinter man kommt, desto unbekannter sind sie vielleicht. Was ich jetzt noch nicht drin habe, das würde ich einfach so auf der Tonspur mitgeben. Man hat natürlich bei Google auch die Möglichkeit, Suchfilter zu setzen nach bestimmter Zeitpunkt oder nach bestimmter Sprache, nach bestimmten Ländern. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht nur auf Deutsch macht, kann man das dann auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein französischsprachiges Projekt habt oder eine französischsprachige Seite, kann man das einfach auf Französisch umstellen. Genau. Der Nachteil an der klassischen Google-Recherche ist allerdings, dass es erstens händisch ist und zweitens sehr zeitaufwendig. Ne? Also da kommen gleich noch andere Recherchemethoden, die, ja, ich sage jetzt mal, mit wenigen Klicks hat man da eine riesengroße Auswahl an potenziellen Linkgebern. Genau. Dann würde ich ganz kurz was zu Google Alerts erklären. Google Alerts kann jeder einstellen eigentlich. Das erleichtert auch die Arbeit so ein bisschen. Das Einzige, was man hierfür benötigt, ist ein Google-Konto. Sollte aber eigentlich jeder haben, ist ja auch kostenfrei. Und hier kann man dann auch einfach ein Keyword oder ein Stichwort eingeben. Also da kann man wirklich für ein Projekt mit Sicherheit 10, 20 oder noch mehr Alerts anlegen. Und man kann das alles noch ein bisschen filtern. Das heißt, man kann hier die Häufigkeit eingeben. Da gibt es, glaube ich, die Möglichkeit zwischen unverzüglich, dann höchstens einmal täglich, wie ich es jetzt eingestellt habe, und einmal wöchentlich. Ich würde da immer empfehlen, einmal täglich. Das langt dann auch. Wenn man nämlich viele Alerts anlegt, dann die bekommt man natürlich dann alle per E-Mail geschickt. Dann weiß man gar nicht mehr, wohin. Man bekommt dann nämlich täglich bestimmt 100 Mails von Google Alert. Und deswegen würde ich immer empfehlen, höchstens einmal täglich. Dann bei den Quellen kann man noch angeben zwischen, ich glaube, News, Blogs, Web. Ich glaube, da gibt es noch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Aber in der Regel lasse ich da einfach auch immer automatisch stehen. Da kriegt man nämlich alle Ausspielungen. Dann könnte man hier auch wieder nach Sprache gehen. Das heißt, wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr internationale Projekte habt, könnt ihr da gerne auf eine andere Sprache umswitchen. Region kann man dann auch nochmal eingrenzen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kampagne hat, die deutschsprachig ist, aber man möchte Links oder potenzielle Linkgeber finden, nicht nur .de, sondern auch .at und .ch, dann würde ich einfach Region, ich glaube, beliebig müsste man dann auswählen. Und dann kann man, ja, dann kriegt man auch die Ausspielung für Österreich, Schweiz, Deutschland sowieso. Und genau. Ansonsten Anzahl. Das bedeutet, man kann entweder alle Ergebnisse ausspielen lassen über Google Alert oder nur die relevantesten. Da lasse ich in der Regel auch einfach immer alle Ergebnisse an. Und dann ganz wichtig, man muss angeben, an was für eine E-Mail-Adresse das gesendet wird. Ich glaube, automatisch ist da die Google-Mail drin. Macht nicht immer Sinn. Ich nutze immer meine Arbeitsmail, also @eology.de. Dann bekomme ich das einmal täglich, bekomme ich dann schon von den Alerts. Und also ich persönlich mache das für alle meine Projekte, die ich betreue. Das heißt, ich bekomme schon eine große Menge an Alerts jeden Tag. Aber das hilft tatsächlich. Im nächsten Slide sieht man es auch mit dem Pfeil nach rechts. Das sind dann die Mails, die man bekommt. Ja, jetzt mit dem Stichwort oder Keyword Sprit sparen. Ich gucke jetzt mal auf den großen Bildschirm, da sehe ich es selber besser. Hier hat man zum Beispiel schon mal einen Artikel von Stern. Kraftstoffverbrauch, so viel Sprit spart ein Tempolimit auf der Autobahn und so weiter. Und das sind in der Regel, man sieht es hier auch schon, das sind meistens irgendwelche News-Beiträge von größeren Zeitungen. Manchmal sind da auch Ausspielungen von themenspezifischen Seiten, aber
Das macht auf jeden Fall Sinn. Spart ein bisschen Arbeit. Klar, das dauert einmal, ich sage jetzt mal 2 Minuten pro Stichwort oder vielleicht nur 1 Minute, das da einzutragen. Und dann bekommt man einfach täglich ganz bequem eine Mail. Und man kann sich dann die Webseiten grob angucken und dann selber nochmal entscheiden, ob die für einen relevant sind. Genau. So, genau. Jetzt kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt, und zwar der Mitbewerberanalyse. Das ist für mich tatsächlich eine der wichtigsten Recherchemethoden und das solle das für euch auch sein. Aber da stellt sich erstmal die Frage, welche Mitbewerber sollte man sich eigentlich anschauen? Weil viele denken dann, okay, es ist einfach nur direkt der Mitbewerber, den man sich anschauen müsste, weil die haben vielleicht schon Links, die gut sind, dann wollen wir die auch haben. Jein. Also klar, in der Regel schaut man sich die direkten Mitbewerber an. Für unser Beispiel als Kfz-Teile-Shop wären das halt einfach andere Kfz-Teile-Shops, wie zum Beispiel, um namhafte Marken zu nennen, wäre Autodoc, Kfz-Teile 24 oder sowas, wäre jetzt ein direkter Wettbewerber. Aber nicht nur die, sondern auch zum Beispiel Webseiten mit einer ähnlichen Zielgruppe, zum Beispiel Marktbegleiter, würde ich das Ganze mal nennen. Das wäre für einen Kfz-Teile-Shop zum Beispiel ein Autoversicherer. Ja, der bietet nicht das gleiche Produkt an, aber er spricht die gleiche Zielgruppe irgendwie an. Deswegen steht unten drunter auch gleich Webseiten mit dem gleichen Kundenkreis. Und was noch dazu kommt, sind Seiten, welche grundsätzlich themenrelevant sind. Das heißt, da würde ich mir in diesem Fall tatsächlich einfach mal alle Wettbewerberlinks von autobild.de angucken. Das ist nämlich eine Seite, die themenrelevant ist. Da geht es ausschließlich um Autos. Und ja, das sind eben die Leser oder meine Zielgruppe in dem Fall. Die würde man sich da vielleicht genauer angucken. Ich habe da auch ein Beispiel für euch. Und zwar, das ist jetzt nicht unser Spitkostenrechner, den gibt es ja nicht, der ist ja fiktiv. Aber ich habe mir jetzt mal einen, ja, man kann die ähnlichen Content, ähnliches Produkt oder vielleicht, um nochmal zurückzugehen, ja, mit dem gleichen Kundenkreis vielleicht. Und zwar ist es der Spritkostenrechner.de. So sieht der Ganze aus. Der berechnet einfach nur die Spritkosten, der nimmt den aktuellen Preis oder ja, ungefähr den Mittelwert von den aktuellen Preisen. Und da kann man einfach runterrechnen, wie viel Euro man bezahlt, wenn wir eine Strecke von ja, 300 Kilometer haben. Benzinverbrauch ist ungefähr bei einem Auto bei 7 Liter oder sowas. Benzin, Diesel kann man da eingrenzen. Und dann rechnet es ungefähr aus, was es eben kostet, wenn man die Strecke fährt. Bei unserem Spritrechner ist es ja so, dass wir Einsparpotenzial-Tipps geben, wie man eben Sprit sparen kann, wie, was fällt mir da vielleicht ein, untertourig fahren, also innerorts vielleicht im vierten Gang, nicht hochdrehen lassen und sowas. Sowas steht da eben drin. Wenn man das berücksichtigt, dann spuckt unser Spritsparrechner, der fiktive, einfach einen Preis aus, was man sich sparen kann. Ja, das ist der große Unterschied. Jetzt haben wir hier rechts, habe ich einen kleinen Screenshot von Ahrefs. Das ist einfach ein SEO-Tool, mit dem kann man wunderbar Mitbewerberanalysen fahren. Ist allerdings kostenpflichtig. Aber das habe ich jetzt mal reingenommen. Werden mit Sicherheit die eine oder anderen kennen, schätze ich jetzt mal. Und hier sehe ich direkt, die Seite spritkostenrechner.de besitzt 350 Domain-Verlinkungen. So, jetzt habe ich das mal aufgedröselt und eingegeben. Ich zeige es euch später auch nochmal live. Das sind jetzt einfach Screenshots vom spritkostenrechner.de. Und hier kann man ganz einfach nochmal eingrenzen. Das heißt, man sollte unter Backlinks schauen bei dem Tool. Die es kennen, wissen wahrscheinlich, wie das funktioniert. Ich zeige es dann auch nochmal live. Man sollte unbedingt auf einen Link pro Domain gehen, weil natürlich kann eine Webseite, also der Spritkostenrechner.de, kann von Autozeitung.de mehr als einen Link besitzen. Zum Beispiel 100. Ja, dann würde das Ergebnis ja verfälscht. Man will ja wirklich nur einen potenziellen Linkgeber betrachten und anschauen. Deswegen hier wichtig, ein Link pro Domain. Dann könnte man das noch ja, eingrenzen in Linktyp. Das ist dann zum Beispiel Do-Follow, No-Follow. Um das vielleicht ganz kurz zu erklären, das ist nämlich auch wichtig. Do-Follow-Link ist einfach ein Link, der von Google gefolgt wird, wie es auch ja,
heißt. Und einen No-Follow-Link nimmt Google einfach nicht in den Algorithmus mit auf. Also es grenzt den aus und da ist er einfach nicht so viel wert. Könnte man eingrenzen auf Do-Follow zum Beispiel, weil man möchte ja in der Regel im Linkaufbau nur Do-Follow-Links haben. Aber jetzt für die Recherche und für die Analyse würde ich immer beide nehmen. Weil, bin ich schon zu weit gegangen. Ja, weil dass der Wettbewerber da einen No-Follow-Link hat, heißt es ja nicht automatisch, dass wir als Content-Marketing-Kampagne einen No-Follow-Link bekommen. Genau, da könnte man noch die Plattform einstellen. Ich glaube, das ist dann auch Blog ist eine Plattform, Wiki ist eine Plattform, da gibt es ganz viele verschiedene. Da würde ich auch einfach nichts eingetragen, also einfach so stehen lassen. Dann wird einfach alles berücksichtigt. Dann, wie eigentlich bei jedem Tool oder auch auf Google, kann man wieder die Sprache einstellen. Das heißt, hier wäre es in dem Fall Deutsch. Die Traffic-Werte könnte man genauer angucken. Das sind wirklich Metriken, die direkt von Ahrefs sind. Ist für mich oder für euch auch bei der Recherche oder bei der Mitbewerberanalyse jetzt nicht so wichtig. Ne? Also wir wollen ja alles betrachten. Man könnte noch bestimmte Wörter oder Phrasen einschließen oder ausschließen. Was ich da immer gerne eingebe, das kennen vielleicht auch die eine oder anderen, sind Blogspot. Das sind so typische Spam-Attacken, sage ich jetzt mal, wo eine Webseite von 200 Backlinks 100 vielleicht von Blogspot-Domains sind, die einfach nichts wert sind. Die könnte man da ausschließen. Einfach Blogspot eingeben, ausschließen und dann findet man wirklich nur ja, die Webseiten, wo eben kein Blogspot drin sind, die in der Regel wertvoll sind. Genau. Und das Ganze kann man sich exportieren über diesen Tool als Excel-Tabelle, um das übersichtlicher zu haben, weil teilweise kommt es auch bei manchen Mitbewerbern, wenn man jetzt autobild.de nimmt, die haben mit Sicherheit zigtausend Backlinks, das dann hier aus der Liste zu holen, wäre ja sehr aufwendig und zeitintensiv. Deswegen kann man das einfach exportieren. Wenn es jetzt nur 50 Backlinks sind oder sowas, die man sich da genauer angucken möchte, kann man das bequem aus dem Tool heraus machen. Also da braucht man nicht unbedingt eine Excel-Tabelle. Genau, jetzt habe ich hier auch schon einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, hier wäre es Commerzbank, Travel Forever, Praxistipps, Chip.de, Autozeitung, Living Upside Down. Ja, also Spritkostenrechner.de hat Links von ja, Autozeitung.de, Commerzbank.de. Und dann könnte man hier draufklicken und den nochmal genauer angucken. Das habe ich auch schon rausgesucht. Das sieht man jetzt in der nächsten Folie. Hier haben wir einmal autozeitung.de. Ne? Das heißt, der Wettbewerber oder der Mitbewerber in dem Fall hat einen Link in diesen Artikel. Diese Tank-Apps sind immer aktuell. Und auf chip.de, Spritverbrauchsrechner, die besten Apps und Downloads. Und bei der Commerzbank, die haben anscheinend auch diesen Spritkostenrechner auf ihrer Webseite eingebunden. Genau. Die könnte man sich dann nochmal genau angucken. Ziel ist es nämlich, mit unserer Content-Marketing-Kampagne, mit unserem Sprit-Sparrechner in solche Artikel oder in einen neuen Artikel reinzukommen. Ne? Und genau, da habe ich erstmal drei rausgesucht. Jetzt habe ich noch die Folie mit den SEO-Tools. Ja, da gibt es viele verschiedene. Wir haben jetzt einmal Ahrefs gesehen. Dann gibt es noch Sistrix, das ist Keyword-basiert. Dann gibt es noch Majestic, SEMrush. Also das sind alles, denke ich, Tools, die man zumindest gehört hat. Und was wir zum Beispiel auch noch nutzen, ist das Link Research Tools. Da ist der große Vorteil, dass die Link Research Tools komplette Link-basierend sind. Das heißt, die gehen nicht nach Keywords, sondern wirklich nach Link oder nach Link-Anzahl, nach Link-Power und so weiter. Und ja. Deswegen habe ich jetzt in der nächsten Folie auch gleich mal eine nächste Umfrage. Und zwar, welches der aufgeführten SEO-Tools nutzt ihr bereits? Wenn jetzt keins dabei ist, was dabei ist oder was jetzt hier im Auszug stand, könnt ihr gerne einfach keines der genannten nehmen und nochmal im Chat reinschreiben, welches es ist. Genau, ihr seid ja alle schon fleißig am Abstimmen. Ich sehe es, wie der Michi schon gesagt hat, wenn ihr halt was habt, was ihr nutzt, wir aber jetzt nicht mit aufgeführt haben, ist ja bestimmt auch interessant für die anderen, dann schreibt es gerne in den Chat rein und gibt da das weiter oder auch gerne ins Fragentool. Dann nennen wir das einfach am Ende nochmal. Und ich sehe, die meisten haben abgestimmt. Ich würde sagen, dann
Schauen wir uns das mal an. Also da kam gerade noch Seeability rein und ich würde sagen, wir machen mal Schluss und schauen uns das an. Genau. Und erstmal Dankeschön für die Teilnahme. Es hat sich abgebildet, was ich mir schon fast gedacht habe, und zwar das Sistrix als SEO-Tool. Das ist tatsächlich so das häufigste Tool, was man ja nicht nur im SEO nutzt, sondern jetzt auch hier im Off-Page-Bereich. Sechs haben abgestimmt für Link-Research-Tools. Finde ich auch gut. Ansonsten Ahrefs ist auch einer der bekanntesten Tools in dem Bereich. Und dann doch noch mehr. Auf oder 15 haben abgestimmt auf keines der genannten. Ich glaube, das kann man dann im Chat nachsehen. Ich habe da jetzt gerade keinen Zugriff drauf, wer da alles reingeschrieben hat. Genau, da kam noch Write und Xovi. Und genau, Xovi kennt man, Write kennt man. Genannt. Genau. Jetzt, ja. Und ja, ich da kam gerade noch Input, so was eben auch mit der Search-Konsole ist. Das gibt halt auch einen Einblick, wofür man selbst schon rankt und dann sind das eben für die Schwellen-Keywords, ist das ganz nett. Sehr schön. Danke also, auf jeden Fall für euren Input auch schon mal in die Runde. Genau, also erstmal vielen Dank für den Hinweis mit der Google Search Konsole. Die ist natürlich auch dabei. Allerdings ist es so, dass wir im Agenturbereich unsere Kunden betreuen und den Outreach für die machen. Und da ist es nicht immer möglich oder wir haben einfach nicht immer Zugriff auf die Google Search Konsole. Aber jeder Webseitenbetreiber, für jeden, für den es interessant ist von euch, der hat ja Zugriff auf die Google Search Konsole. Also das ist vollkommen richtig. Da habt ihr auch einen guten Einblick. Da habe ich jetzt wirklich nur mal externe Tools aufgelistet. Genau. Dann erstmal danke für die Abstimmung. Ich klicke das jetzt mal weg. Genau. So, nochmal wegklicken. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich switch jetzt mal rüber. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm sehen. Anka, vielleicht kannst du mir da kurz Feedback geben. Ja, hat geklappt. Man sieht deinen Browser. Ganz kurz. Ich habe dann nämlich... Das muss ich mal wegschieben. Ne? So. Genau. Also vielleicht nochmal, um es kurz so zu zeigen. Mit Ahrefs. Ich habe jetzt mal einen anderen Rechner genommen. Nicht den Spritkostenrechner, sondern den spritrechner.biz. Wie das aussehen kann. Hier gibt man dann einfach die Domain ein. Dann spuckt es hier verschiedene Metriken, verschiedene Daten aus. Hier haben wir auch, hier steht es da, 182 verweisende Domains. Dann geht man einfach auf Backlinks. Dann kann man hier wieder alles eintragen, was ich vorhin in den Folien schon hatte. Ein Link pro Domain. Hier Linktyp, Plattform, das, was ich vorhin schon gesagt habe, Blogs, E-Commerce, Wikis, CMS, Sprache, möchte ich dann nur Deutsche haben. Na, wird doch schneller, als ich gedacht habe. Und jetzt könnten wir hier auch 24 Backlinks genauer angucken, wie zum Beispiel kfztech.de wäre ein potenzieller Linkgeber, auto-steuer.de oder Organisation mit Sabine, meinetwegen auch, müsste man sich halt nochmal genauer angucken. Genau, jetzt gehe ich wieder zurück. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich hoffe, man sieht meine Präsentation wieder. Sieht man. Ja, perfekt. Dann geht es schon zur nächsten Folie. Und zwar, klar, jetzt haben wir eine gewisse Menge gefunden, ob wir die jetzt über die Google-Recherche gefunden haben, ob wir die jetzt über Mitbewerberanalyse gefunden haben, ob wir die in den Google Alerts ausgespielt bekommen haben. Jetzt geht es darum, die Webseiten nochmal genauer anzuschauen. Das heißt, man sollte schon mit gewissen Qualitätsstandards arbeiten. Und zwar habe ich hier mal einige mit eingezogen. Das wäre einmal Themenrelevanz. Das ist eigentlich ganz wichtig und spielt eine große Rolle, weil die Webseite sollte schon zum Inhalt der Content-Marketing-Kampagne passen. Also die Webseite, wo wir einen Link haben möchten. Das heißt, man sollte keine zu großen Eselsbrücken bauen, weil Google ist ein Algorithmus, wird immer schlauer, das sage ich eigentlich jedem Interessenten und jedem Kunden. Und Google erkennt mittlerweile die Zusammenhänge zwischen Content, der Webseite, dem Link. Deswegen sollte man da nicht zu große Eselsbrücken bauen. Ansonsten, Aktualität ist super wichtig. Das heißt, die linkgebende Webseite sollte in regelmäßigen Abständen Artikel und Inhalte veröffentlichen. Das heißt, wenn man eine Webseite hat, die
Ja, wo der letzte Artikel vor 4 Monaten ist und sonst sehr unregelmäßig Artikel veröffentlicht werden, dann ist es schon mal ein schlechtes Zeichen. Und wo man es auch ganz gut erkennen kann, sieht man häufiger, ist dieses Copyright-Zeichen mit Jahresdatum quasi. Und wenn das jetzt von heute, von 2020 dann drin steht, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Webseite nicht regelmäßig gepflegt wird. Genau, dann Sistrix. Haben wir ja vorhin gesehen, ich glaube, 20% haben für Sistrix abgestimmt oder dass sie es eben nutzen. Und da will ich nur dazu sagen, dass der Wert von Sistrix gar nicht so mega ausschlaggebend ist, sondern der Verlauf ist tatsächlich der wichtigere Teil. Das heißt, es kann eine Seite gut sein, die einen Sistrix, Index hat von 0,5, kann aber auch eine gut sein, die einen Sistrix Index hat von 20. Nur der Verlauf sollte nicht zu sehr stagnieren. Und da wird dann auch immer gut angezeigt, was mit den Updates passiert ist, ob das eher nach unten oder nach oben gegangen sind. Also da sollte man genauer hingucken. Ansonsten, also da wieder klar, Nachteil, Sistrix ist kostenpflichtig. Ich glaube, es gibt eine Free-Version. Da kann man, glaube ich, einmal am Tag eine Seite abfragen. Wenn man das im großen Stil macht, dann macht das sowieso keinen Sinn. Man sollte sich dann schon das Tool zulegen. Ich weiß auch nicht, was es kostet. Aber es bringt auf jeden Fall was. Ansonsten, die Webseite sollte einen niedrigen Spam-Score haben. Das kann man ganz einfach über Moz herausfinden. Das ist auch einfach ein SEO-Tool. Ich habe es hier rechts auch noch reingepackt. Genau, kostenfreie Erweiterung. Da ist jetzt die Moz-Bar drin. Die ist kostenfrei. Man muss sich halt nur einmal anmelden, zahlt aber keinen Cent dafür. Und ja, das spuckt dann quasi verschiedene Werte raus, unter anderem den Spam-Score. Und der sollte schon unter 20% liegen. Ich glaube, Moz selber sagt, dass der Spam-Score bis zu 30% noch ein niedriger Spam-Score ist. Aber ich persönlich würde sagen, unter 20 soll er ja schon liegen. Und der Spam-Score, der bildet sich einfach aus bestraften und gesperrter Webseiten zusammen. Dann gibt es noch die Link Research Tools, also LRT, Power Mal Trust. Das ist ein Wert oder eine Metrik von Link Research Tools. Da steht extra Power mal Trust, hat den Hintergrund. Es gibt den LRT Power Wert. Der Wert ist vergleichbar mit dem Google Page Rank, den es bis 2013 gab. Und der bewertet einfach die Menge an Backlinks, die linkgebende Webseite besitzt. Und dann gibt es noch den LRT Trust Wert. Der bewertet die Vertrauenswürdigkeit und die Qualität der Links. Also vergleichbar mit dem Trust-Patent. Trust Rank Patent, so rum, genau. Genau, das gibt es auch als kostenlose Erweiterung, weil so an sich, das LRT-Tool ist ja auch wieder nicht kostenfrei, aber die Toolbar ist kostenlos, ist hier auch nochmal drin. Ich glaube, die Anka, die kann das gerne mal in den Chat posten, die Erweiterung, oder im Nachgang bekommen wir sowieso die Präsentation nochmal geschickt. Da schicken wir das auch nochmal rein. Kann man auch ganz leicht über die Toolbar herausfinden, den Power Mal Trust Wert. Der geht eigentlich bis 100, aber 100 ist unmöglich. Ich glaube, die einzige Seite, die Power Mal Trust 100 hat, ist Google. Und alle anderen Webseiten sind niedriger. Aber da solle der Wert zumindest bei 3 liegen, damit ihr dafür ein Gefühl bekommt. An sich Bildimpressum. Also die linkgebende Seite sollte kein Bildimpressum haben. Das machen einige Webseitenbetreiber, um bei Google unsichtbar zu sein. Oder man denkt, man ist dann unsichtbar, also mit dem Impressum. Macht im Link-Building allerdings für mich einen spammigen Eindruck und nicht so seriös meistens. Man schaut sich ja sowieso die komplette Webseite an, da kann man es nochmal ein bisschen beurteilen, aber in der Regel lassen wir sowas erstmal rausfallen. Genau, dann HTTPS sollte auch für jeden Begriff sein. Das ist quasi einfach das Kommunikationsprotokoll, was vor jeder URL steht, also HTTP oder HTTPS. Das S steht für Secure, also für Sicherheit. Das heißt, ohne dieses S fehlt eine entsprechende Verschlüsselung. Und ja, das macht dann auch eher so einen spammigen Eindruck. Von daher wollen wir lieber Webseiten, die verschlüsselt sind. Da gibt es auch ein Tool von uns sogar. Das haben wir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Gibt es auch als kostenfreie Erweiterung. Da kann man nicht nur das HTTPS-Protokoll sehen, sondern auch die Metadaten. Das zeige ich dann aber gleich live nochmal. Ansonsten sollte man keine Webseiten nutzen oder nehmen, welche in jedem Artikel einen externen Link enthält. Das heißt, wenn da jetzt eine Webseite
ist, die in jedem Artikel einen Link enthält, dann ja, ist es ein Zeichen von aktivem Linkverkauf oder ja, und das ist von Google nicht gern gesehen. Da im schlimmsten Fall wird die Seite abgestraft und eure Seite dann mit dazu. Deswegen sollte man da wirklich aufpassen. Genau, das erstmal zu den Kriterien. Gibt es vermutlich noch viel mehr. Das sind aber so die wichtigsten, die ich jetzt mal aufgeführt habe. Und ja, genau, das wollte ich euch gleich nochmal zeigen. Ich springe nochmal rüber. So. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt mal eine andere Seite rausgefunden, die habe ich auch bei der Mitbewerberanalyse gefunden, meinauto.de, wie wir das Ganze prüfen. Das heißt, zuerst prüft man eigentlich erst mal ab. Ich habe hier diese komische Toolbar von Zoom. Muss ich da mal ganz runterziehen. Genau. Schaut man sich die Seite an und guckt, ist überhaupt irgendwo möglich, einen Beitrag zu publizieren. Dann finde ich hier gleich einen Ratgeber. Dann sehe ich hier schon mal, okay, hier werden aktuell oder in regelmäßigen Abständen Artikel veröffentlicht. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was ich jetzt euch nochmal zeigen wollte, ist, das ist unsere Toolbar. Die könnt ihr euch einfach herunterladen und hier sieht man einfach die Metadaten. Also was in den Serbs mit ausgespielt werden. Und hier sieht man Ratgeber und Tipps zu Neuwagen und deren Funktion im meinauto.de Automagazin. Unsere Ratgeber-Themen für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr und mehr Fahrspaß. Also da erkennt man dann schon, ob die Seite irgendwo themenrelevant ist. Ja, man sieht es auch an der URL, meinauto.de, kann man davon ausgehen, dass es irgendwo zu unserer Content-Marketing-Kampagne passt. Hier auch nochmal das Protokoll, HTTP, das aktuelle Protokoll 2. Man könnte es hier auch in der URL sehen, HTTPS, passt alles. Dann, was ich sonst noch gesagt habe, hier ist die MOSBAR. Kann man sich, wie gesagt, auch kostenlos runterladen. Spam-Score 1% nur, optimal ist, also unter 20%. Man könnte sich jetzt hier noch diesen LRT Power mal Trust-Wert raussuchen. Ist in dem Fall bei 16, also auch auf jeden Fall über 3. Ist auch schon ein sehr, sehr guter Wert, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und ja, genau, hier konnte man noch, glaube ich, noch schauen, ob die Seite indexiert ist, ob die Follow ist. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, das sind so die Toolbars, die ich bis jetzt gezeigt habe. Später kommen noch mehr dazu. Ich switch gleich wieder rüber. Genau, jetzt haben wir die Seiten gefunden, bewertet. Jetzt kommt es darauf an, okay, wer sind die richtigen Ansprechpartner und wie viele verschiedene gibt es überhaupt? Man denkt, oder die meisten denken, es gibt nur einen Webseitenbetreiber, aber da gibt es viel mehr. Es gibt unter anderem einen Webmaster, es gibt einen Redakteur, das kann ein Journalist sein, das kann ein Blogger sein, das können Institutionen sein oder auch Vereine, Influencer, Online-Marketer, Verlagsleiter. Also ich habe da könnte ich noch viel mehr aufführen. Das sind jetzt so die üblichsten, sage ich jetzt mal. In der Regel sind es Webmaster, Redakteure, Journalisten. Und ja, genau. Ich habe jetzt auch gleich ein Beispiel für euch, wenn es lädt. Genau. So, jetzt haben wir eine Seite, die wir vorhin von Mitbewerberanalyse gefunden haben, von spritkostenrechner.de. Das wäre autozeitung.de. Die App den Artikel haben wir vorhin ja schon mal gesehen gehabt. Diese Tank-Apps sind immer aktuell. Da hat ja unser Konkurrent oder unser Mitbewerber einen Link. Und wie kommen wir jetzt an die richtigen Ansprechpartner? So, jetzt haben wir hier das Glück. Hier steht schon ein Name drin, die Viktoria Zittmann. Das ist vermutlich die Journalistin oder Redakteurin, die den Artikel geschrieben hat. So, glücklicherweise war das Ganze anklickbar. Jetzt hier in der Folie natürlich nicht, aber ich habe es gescreenshottet. Das ist die Viktoria Zittmann. Ja, hier ist gleich eine Autorenbox über sie. Aber trotzdem haben wir keine E-Mail-Daten oder Telefonnummer. Wie kommen wir da jetzt hin? Das ist jetzt quasi dann die nächste Frage, weil so können wir sie ja nicht kontaktieren. So, also grundsätzlich ist klar, das ist die Viktoria, das ist die richtige Ansprechpartnerin, wenn es um den Artikel geht. Genau. Im ersten Schritt versucht man eigentlich immer erstmal im Impressum zu gucken. Das Coole ist, in Deutschland gibt es eine Impressumspflicht, das Telemedizingesetz. Das heißt, hier müssen immer grundlegende Informationen des Webseitenbetreibers aufgeführt werden. Eben Firma, Anschrift, eine Mail muss immer angegeben werden. Eine Nummer ist nicht Pflicht, aber bei so großen Zeitungen oder sowas steht eigentlich immer eine Telefonnummer mit dabei. So. Hier haben wir auch gleich gesehen, okay, das ist Autozeitung, das ist Bauer Automotive KG. Das gehört, glaube ich, alles zur Bauer Excel-Gruppe. Ist auch ein riesiger Medienverlag. Viele kennen den wahrscheinlich. Und hier haben wir für die oder von der Viktoria auch direkt eine E-Mail-Adresse. So.
Das ist nicht immer der Fall, dass man so Glück hat und direkt jemanden findet mit Ansprechpartner und wer den Artikel geschrieben hat, das steht nicht immer da. Dann gibt es natürlich einfach die Möglichkeit, dort in der Zentrale anzurufen oder bei der Redaktionsmail eine Mail hinzuschreiben und nach dem Autor zu fragen oder nach dem richtigen Ansprechpartner zu fragen bei einem Telefonat. Und ja, da gibt es jetzt aber noch ein paar Tipps, die Content-Marketing-Kampagnen schon durchgeführt haben, kennen das oder vielleicht nicht. Und zwar habe ich hier zwei coole Tools, um doch noch die richtigen Kontaktdaten zu finden. Und zwar, das wäre einmal Hunter.io. Das ist auch eine kostenlose Erweiterung. Also die Free-Version spielt nicht alle Daten aus, aber zum größten Teil schon. Und Hunter.io sucht einfach E-Mail-Adressen, welche im Zusammenhang mit der Webseite stehen. Hier hat man den Markus Bach von Autozeitung, Holger Ippen, Carsten, Rehmann und so weiter. Da stand jetzt leider nicht die Viktoria dabei, aber somit könnte man noch die Kontaktdaten finden. Ist kostenfrei, die Erweiterung. Jetzt habe ich noch ein cooles Tool, das ist Rocket Reach. Das nutzen wir auch bei uns im Outreach-Prozess. Und zwar, das ist tatsächlich kostenpflichtig. Gibt zwar auch eine Toolbar, aber kostenpflichtig. Und hier kann man einfach den Namen eingeben oder das LinkedIn-Profil, wenn man das gefunden hat. Und ja, da muss man sich dann halt Get Contact Info, dann spielst du ja im besten Fall die richtigen Daten raus. Und da haben wir auch hier eine E-Mail-Adresse von der Victoria erhalten. Im Normalfall, also wenn alles gut läuft, sogar eine Telefonnummer, ist aber leider nicht immer der Fall. So, das so als ja, Tooltip. Genau. Dann zur Kontaktaufnahme. Welche Kanäle sind die richtigen? Also im Content Marketing generell, im aktiven Linkaufbau oder in der PR generell, solle der Erstkontakt immer per Telefon geknüpft werden. Vorteile, ganz einfach, es ist persönlicher, man bekommt schnellere Antworten. Ne? Komplexe Anliegen, weil manchmal sind die Anliegen doch komplexer, als man denkt. Das kann man dann per Telefon doch deutlich einfacher rüberbringen. Und natürlich, das spart Zeit. Eine Mail kostet wieder Zeit, da muss man auf eine Rückmeldung warten. Das kann manchmal eine Stunde dauern, das kann manchmal Tage dauern. Ich habe auch schon Wochen auf eine Rückmeldung gewartet. Jetzt habe ich hier mal für euch, ich sehe, wir sind schon ziemlich knapp an der Zeit dran. Ich habe noch ein paar Folien. Genau, eine Mail verfasst. Als Beispiel, als Praxisbeispiel an die Viktoria. Ich lese mal ganz kurz vor, bei der Recherche, also sehr geehrte Frau Zittmann, bei der Recherche zum Thema Spritsparen bin ich auf Ihren Artikel in der Autozeitung gestoßen. Ich finde es sehr nützlich, dass Sie in dem Artikel, diese Tank-Apps sind immer aktuell, umfassend über diese Thematik berichten. In Ihrem Beitrag geht es unter anderem darum, clever und einfach bares Geld beim Tanken zu sparen. Genau deshalb, unter aktuellem Lage verschuldet, hat unser Kunde, oder in dem Fall ihr, ne, ihr seid ja dann nicht Kunde, sondern ihr macht das vielleicht selber, hat unser Kunde einen umfangreichen Spritsparrechner verlinkt, inklusive Einsparpotenzial erstellt. Dieser Rechner steht jedem User frei, kostenfrei zur Verfügung und berechnet das Einsparpotenzial bei umgesetzten Tipps. Überzeugen Sie sich gerne selbst. In diesem Sinne ist es unsere Idee, genau diesen Spritsparrechner in Ihrem Artikel zu ergänzen und als informativen Link einzubeziehen. Es geht uns darum, einen Mehrwert der Autozeitung.de-Leser zu bieten und sie umfassend über dieses Thema weiter zu informieren. Können Sie sich eine Einbindung vorstellen? Ich hoffe, mit meiner Anfrage Ihr Interesse geweckt zu haben. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Das könnte jetzt eine Mustermail sein. Das ist immer von Thema abhängig oder von dem Inhalt auch. Wichtig ist einfach nur, ich habe es hier auch reingeschrieben, Tipps zu Mailing. Wichtig ist persönliche Anrede. Es gibt genug Marketer oder ja, Leute, die die Kampagne durchführen, die Massenmailings dazu nutzen. Das ist immer ja, sehr spammy und ja, würde ich nicht machen. Deswegen persönliche Anrede, Bezugnahme eben auf den Artikel, den die Victoria geschrieben hat, Informationen zu unserem Inhalt, zu unserem Content, Vorschlag, kann sie den einbinden und Mehrwert. Es bietet dem Leser auf eurer Zeitung Mehrwert. Auch noch reingeschrieben, nicht zu lang. Es sollte auch alles gut gegliedert sein, wegen Spam-Gefahr. Ich meine, jeder kennt es selber. Wie viele Mails bekommt man vielleicht am Tag, in der Woche, die einfach spammy aussehen und man löscht es dann direkt. Deswegen ist da immer ein schmaler Grat. Das könnte jetzt so eine Beispiel-Mail sein. Genau. Ansonsten, wenn jetzt kein Telefon und keine Mail verfügbar sind, weil wir die nicht finden, gibt es natürlich trotzdem noch weitere Kanäle.
um da Kontakt aufzunehmen. Ich habe jetzt hier einmal LinkedIn und Xing eingebunden. Das ist so mehr oder weniger auf Geschäftsebene. Facebook, Instagram, eventuell auch Twitter. Da geht es dann, so erreicht man am besten die Influencer tatsächlich. Und das soll Kontaktformulare bedeuten. Jede Website oder viele Webseiten haben Kontaktformulare. Von daher kann man es da auch versuchen. Was wir auch schon gemacht haben in den Jahren, wo wir Content Outreach betreiben, wir haben auch schon mal eine Zusage bekommen, weil wir einen Brief geschrieben haben. Ist zwar sehr ungewöhnlich, aber es geht. Genau. Deswegen jetzt auch gleich schon die nächste Frage an euch. Und zwar, welche Kanäle nutzt ihr quasi zur Kontaktaufnahme? Ja, da kommt sie schon. Genau, da ist sie schon. Ihr könnt wie immer auch mehrere Sachen auswählen oder wie auch schon bei der Frage davor. Aber ich sehe schon, der Brief ist nicht so beliebt. Hat mich jetzt auch gar nicht gewundert. Nee, ist ja verständlich. Aber manchmal muss man einfach ungewöhnliche Wege gehen. Und der Michi hat es erzählt, es hat auch schon funktioniert. Und der ein oder andere Link ist dann doch auch schon zustande gekommen. Ja, ich denke, die meisten haben tatsächlich mitgemacht. Können natürlich auch nur die beantworten, die schon mal eine Content-Marketing-Kampagne gemacht haben. Von daher. Aber es geht auch grundsätzlich darum. Ne? Genau. Also es geht nicht nur um die Content-Marketing-Kampagne, sondern im Geschäftsleben vielleicht. Also ich sehe jetzt auch schon, dass die meisten E-Mails benutzen. Klar, 90%, die jetzt abgestimmt haben, nutzen E-Mails. Genau, ich denke, wir schauen es uns gleich mal zusammen an, dann sehen es auch alle. Ach ja, stimmt. Alles gut. So, ja, jetzt sollten es alle sehen. Dann würde ich mal kurz eingreifen. Also wie gesagt, wundert mich nicht, 90% sind bei E-Mail, 40%, die abgestimmt haben, sind bei Telefon. Und ansonsten, was mich tatsächlich überrascht, Social Media, also LinkedIn, Xing und so weiter und Kontaktformular, ungefähr gleich viel, wundert mich eigentlich, weil zum Beispiel ich persönlich oder jetzt im Outreach-Prozess benutze selten Kontaktformulare. Bei mir ist es, schätze ich jetzt mal, 80% Telefon, dann logischerweise schickst du immer eine Mail dazu. Also da auch 80% und der Rest dann auf den anderen verteilt. Und tatsächlich einer hat abgestimmt oder eine hat abgestimmt für Brief. Finde ich klasse. Ja, genau. Ich auch auf jeden Fall. Und da kam gerade auch nochmal ein Tipp rein, den ich auch nochmal in die Runde schmeißen möchte, gerade für lokale Unternehmen. Ja, da ist natürlich die Stadt oder die Kommune dann auch immer so die erste Anlaufstelle. Also ich merke das ja, also auch bei uns selbst irgendwie, wir sitzen ja hier in Volkach und die veröffentlichen natürlich auch gerne was über Unternehmen der Region. Ne? Und da ist dann auch oft das Kontaktformular das Go-To, wenn man die kontaktieren möchte. Und Sebastian sagt dir auch, die Seiten haben in der Regel einen sehr guten Power und einen sehr guten Trust-Faktor. Also danke auf jeden Fall für den Tipp und fürs Teilen mit allen. Genau. Vielen Dank, Sebastian. Das nehmen wir natürlich gerne mit auf. So. Was machen wir jetzt weiter? So, jetzt kommt es natürlich ganz drauf an. Ich muss mich ein bisschen spurten, sehe ich gerade. Bei der Kontaktaufnahme brauchen wir natürlich immer Argumente, damit der Webmaster, Journalist, Blogger unsere Marketingkampagne oder Landingpage zu verlinken, was wir ihm bieten. Wir haben hochwertigen Content für den Mehrwert, deren Leser. Wir geben ihnen Input und Grundlage für vielleicht ein neues Thema oder einen neuen Artikel. Was es sonst auch für gute Eigenschaften bringt, ist, es bietet positive Signale an Google durch diesen Link. Und man baut seinen Expertenstatus natürlich aus. Und man belegt, also ich lese einfach vor, Belegen eines emotionalen Themas mit Fakten und Anbietung einer Lösung. Das heißt, wir haben vielleicht ein emotionales Thema, Spritpreise sind gerade teuer, macht vielleicht auch jeden zu schaffen. Und wir haben hier ein Thema mit Fakten und wir bieten direkt eine Lösung an. Muss man dann immer gucken, wie es bei der eigenen Marketingkampagne oder Content-Marketing-Kampagne aussieht. Genau. Ansonsten, wie soll der Link eingebunden werden? Ich komme mal ganz kurz zum Linktext. Und zwar, der Linktext soll immer sinnvoll zum umliegenden Content eingebunden werden. Was ich vorhin schon erwähnt habe, Google wird immer schlauer, der Algorithmus wird immer, wie sagt man das jetzt am besten,
schlauer oder einfach schlauer. Und deswegen soll er immer sinnvoll aus umliegenden Content eingebunden werden und nicht nebendran stets ohne Zusammenhang zum Content eingebunden werden. Ansonsten, der Linktext sollte aussagekräftig sein, ähnlich wie beim umliegenden Content. Der Linktext soll zur Landingpage passen. Das heißt, bei uns Spritsparrechner oder sowas. Ne? Und es solle nicht den Leser in die Irre führen. Ansonsten, was auch wichtig ist, der Link solle gut sichtbar sein, fett, unterstrichen oder kursiv, wie auch immer. Und er solle nicht im Text untergehen. Es gibt Textwüsten, wenn da der Link drin ist, finde ich den manchmal gar nicht. Deswegen da immer klar sagen, man möchte den hervorgehoben haben. Linktexte für unser Beispiel wäre zum Beispiel Spritsparrechner oder Tipps zum Spritsparen sind geeignet, weil sie dem User eine klare Aussage geben. Welche nicht geeignet sind, sind zum Beispiel Linktexte wie etwa hier oder klicken, ist halt ja nicht ganz so ausschlaggebend und dem User sagt es erstmal nichts. Deswegen soll man es vermeiden. Ansonsten, genau, wenn alles geklappt hat, der Link eingebunden worden ist, dann kommt es natürlich zum Monitoring. Das heißt, wie geht man davor? Der Link ist eingebunden, man bekommt vielleicht noch eine Mail von dem Webmaster oder dem Journalisten, ey, hier, Herr Tranan oder Michael, wir haben den Link eingebunden, danke dafür. So und so sieht es aus, dann überprüft man es erstmal. Stimmt das alles? Ist es Do-Follow? Wird der Link vielleicht weitergeleitet? Das kann man dann auch mit verschiedenen Toolbars angucken, ob das ein 200er-Code ist oder ein 301-Weiterleitung. Da sollte man drauf achten. Und wenn das alles passt, dann kann man das natürlich in Tools eintragen. Wir arbeiten zum Beispiel mit ContentWord, Link Research Tools, Ahrefs. Das sind einfach ja, Link-Management-Systeme, wo man den Link eintragen kann. Da würde dann auch gecrawlt, regelmäßig geprüft, weil wir wollen, dass der Link so lange wie möglich online bleibt. Und zwar, wenn ich sage, so lange wie möglich, mindestens 12, 24 Monate. Weil alles, was drunter ist, wenn er jetzt nur 3 Monate online ist, erkennt Google den Link vielleicht erstens gar nicht, bringt dann keine Power. Und das muss sich so vorstellen, das wissen, schätze ich mal, die meisten im Backlink-Aufbau oder im Outreach, grundsätzlich im Off-Page-SEO, ist das ganze Thema Backlinks sehr nachhaltig und organisch. Das heißt, man wird nie, wie bei Paid Ads oder bei anderen SEO-Maßnahmen, einen direkten Effekt merken, sondern das dauert einfach eine Zeit lang. Manchmal bis zu 6, 9 Monate. Genau. Wenn man das alles hier gemacht hat und ein Tool hat, schön und gut. Wenn man kein Tool hat, weil es eben auch Geld kostet, kann man das alternativ auch einfach händisch in eine Google-Tabelle oder in eine Google-Doc eintragen. Je nachdem. Oder über die Search-Konsole zum Beispiel checken. Genau. Um es jetzt relativ kurz zu halten, ich habe vielleicht noch ein paar Fragen, die ich beantworten kann. Kurzes Fazit. Content Marketing funktioniert nur mit hochwertigen Inhalt. Das haben wir heute gelernt. Recherche, es gibt verschiedene Recherchetechniken. Habe ich euch aufgezeigt. Dann ganz wichtig, nicht jede Webseite ist geeignet für einen Link. Eben gewisse Qualitätskriterien müssen erfüllt werden. Wie findet man den richtigen Ansprechpartner mit Tooltips? Es gibt nicht nur einen Kanal oder nicht nur 2 Kanäle, nicht nur Mail und Telefon, sondern mehrere. Und wir haben etwas über Argumente für die Linksetzung gelernt. Und ganz wichtig, der Link soll sinnvoll eingebunden werden und überwacht werden. Und ja, Tools helfen beim Outreach-Prozess, das war schon immer so. Ja, jetzt habe ich nicht gedacht, dass es doch so knapp wird mit der Zeit. Ich hätte jetzt noch viel mehr erklären können. Tut mir fast leid. Ich denke, da kommen bestimmt noch ein paar Fragen rein, Anka. Genau, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal den offiziellen Teil zu Ende und gehen dann quasi zu den Fragen über. Wen das dann nicht so interessiert oder wer schon weiter muss, der kann ja dann gerne schon gehen. Erstmal vielen lieben Dank dir, Michi. Wie du gerade gesagt hast, das war dann, glaube ich, doch viel ausführlicher, als du es vielleicht selber gedacht hattest. Aber wenn man dann so jemanden da hat, der aus der Praxis erzählen kann, ist das sehr schön, wenn er da seine eigenen Erfahrungen weitergibt. Und wenn ihr jetzt da in die Richtung euch einfach noch ein bisschen weiterbilden wollt, da nochmal euch nochmal Wissen draufpacken wollt, dann empfehle ich euch unsere White Paper zum Thema Link Marketing. Wir haben da euch auch eine kleine Folie mitgebracht, da seht ihr die nochmal. Das ist einmal das
White Paper zum Thema modernes Link Marketing. Alles gut, Michi. Und auch einmal, wenn ihr international unterwegs seid, haben wir euch da auch ein paar Infos zusammengefasst. Ich stelle, wie auch bei den Erweiterungen, die Links später auch gleich nochmal in den Chat rein. Und dann hat die liebe Elena noch ein kleines Schmankerl für alle, die hier dabei waren. Genau, magst du meine Kamera freischalten, Anke? Na klar, das mache ich. Ich einfach vorhin ausgeschaltet, ich Schlawiner. Damit ihr auch seht, wer denn da spricht. So, jetzt sollte es funktionieren. Da ist sie wieder. Perfekt, da bin ich wieder. Und jawohl, ich habe tatsächlich ein Goodie mitgebracht. Und zwar für alle, die so ein Content-Marketing-Projekt planen oder aber auch am klassischen Link-Building interessiert sind. Die sollten natürlich auch wissen, wie es denn zu Hause aussieht, also sprich im eigenen Link-Building-Profil. Und dafür bieten wir kostenlose Backlink-Screenings an. Das heißt, kommt da einfach auf mich bzw. auf unsere Marketingabteilung zu, die leitet das dann an mich weiter und ich setze mich mit euch in Verbindung und erstelle ganz individuell für euch so eine kostenlose Analyse eures Backlink-Profils, was wir dann gemeinsam mit euch durchgehen. Das Ganze wird in Form einer PowerPoint-Präsentation aufgearbeitet und euch kostenlos zur Verfügung gestellt. Genau, also ja, da ist da auch schon ihr, genau, die E-Mail-Adresse. Melden könnt. Genau, einfach in den Betreff Erstberatung eingeben und dann kommt das Ganze auch schon bei mir raus. Und dann werde ich mich mit euch in Verbindung setzen und wie gesagt, dann bekommt ihr von uns eine kostenlose Ist-Analyse eures Profils mitgeteilt. Genau, und dann kommt noch ein kleiner Part von mir. Am 18. und am 17. Mai findet in Hamburg wieder die Messe statt. Die erste Messe, auf die wir seit 2 Jahren gehen. Der Michi und die Elena werden auch vor Ort sein. Das heißt, wenn ihr auch da seid, zufällig oder aus Hamburg kommt, schaut gerne bei uns am Stand vorbei. Wir sind in der Halle A4 am Stand B11. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da ein paar bekannte Gesichter sehen. Ihr könnt auch gerne im Vorfeld mit uns einen Termin vereinbaren. Dann können wir auch schon was vorbereiten, wenn ihr zu einem bestimmten Thema euch informieren möchtet. Da könnt ihr euch gerne auch bei mir unter der marketing@eology.de Adresse melden und dann vereinbaren wir den Termin einfach. Und dann würde ich sagen, das war's zum offiziellen Teil. Wir machen hier weiter mit der Fragenrunde und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Und zwar kam da die Frage auf zum Thema Anrufe. Da weiß ich, da ist der Michi auf jeden Fall auch Profi drinnen. Und zwar kam da die Frage auf, ja, wie gehe ich denn bei so einem Anruf vor? Also würde ich das jetzt so machen, wie wenn ich eine Mail schreiben würde? Oder hast du da ein paar Tipps einfach, wie man da gut einsteigen kann und wie man das gut machen kann? Ja, also auf jeden Fall im Prinzip ist ein Anruf ähnlich wie bei der Mail. Man hat einfach Inhalt, den man besprechen möchte. Und ob man das jetzt am Telefon macht oder per Mail, ist es ziemlich ähnlich. Also ich finde, bei einem Telefonat kann man halt dem Gegenüber ein bisschen anders da antworten. Man geht dann, man sieht zwar nicht die Mimik und sowas, aber man hört dann die Stimmlage. Und aber vom Inhalt ist es schon ziemlich das Gleiche. Man fragt, man schlägt was vor, man stellt sich vielleicht auch nochmal vor, so ähnlich wie bei der Mail. Also ungefähr gleich. Genau, da habe ich auch nochmal einen Tipp, wenn euch das näher interessiert. Wir haben auch eine Webinarreihe, die aus 4 Reihen oder aus 4 Teilen besteht. Rest in Peace Pressemitteilung nennt sich das. Da gehen wir auch nochmal in den einzelnen Teilen wirklich im Detail auf das Thema Content Marketing ein. Und da haben wir auch nochmal spezielle Tipps auch zum Telefonieren mit drin. Also wenn man sich da nochmal genauer informieren möchte, lege ich euch die 4 Teile da wirklich ans Herz, weil wir da wirklich nochmal exakt in die Tiefe gehen.
Genau, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die da wäre: Welche Rolle spielt reines Naming online wie auf Forumsbeiträgen? Ist es auch schon gut, wenn mein Unternehmen online genannt wird? PR-Texte sind nicht immer verlinkt auf Webseiten. Also ich kenne das auch, wenn du beispielsweise was auf einem Presseportal veröffentlichst, da darfst du dann keinen Link setzen beispielsweise. Aber einfach, ja, wenn man erwähnt wird, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Genau, so habe ich es auch verstanden. Es geht um die reine Erwähnung auf irgendwelchen Magazinen oder Foren. Also grundsätzlich klar, umso öfter Google irgendwo im Algorithmus den Namen oder die Brand durchspielt, desto besser ist es wahrscheinlich auch. Aber um den wirklichen Effekt dabei zu haben, ist es schon wichtig, dass das verlinkt wird, weil es ist ja das, was Google wirklich genauer anguckt. Also klar, vielleicht ist es nicht, aber mit dem Link ist es dann doch schon besser. Okay, ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Ansonsten gerne einfach nochmal eine Rückfrage in den Chat stellen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und dann war die nächste Frage, wie schaut es denn aktuell mit Wikipedia-Links aus? Kommt man da noch ran und welche Rolle spielen die denn im SEO überhaupt an sich? Oder sollte man eher darauf hoffen, dann, dass durch solche Verlinkungen einfach Traffic zustande kommt? Da gibt es verschiedene Meinungen zu Wikipedia-Links. Grundsätzlich ist es nie verkehrt, einen Wikipedia-Link zu haben. Man solle nur eines wissen: Der Wikipedia-Link ist auf jeden Fall No-Follow. Das heißt, Google folgt dem Link nicht so oder nicht so stark wie einem Do-Follow-Link. Das heißt, rein aus Linksicht ist er vielleicht nicht so stark, aber trotzdem sinnvoll irgendwo, ist meine Meinung. Wie man da rankommt, ja, also man muss sich selber eigentlich einen Wikipedia-Account anlegen und dann kann wirklich jeder User kann in einem Wikipedia-Beitrag einen Link empfehlen. Ja, und dann entscheidet Wikipedia selbst, das dauert ein paar Tage, ob die den Link einbinden oder nicht. Die prüfen das natürlich nach Themenrelevanz und nach Sinnhaftigkeit und dann ist er drinnen. Also so an sich, on top kann man das gerne machen, kostet dann nämlich auch kein Geld. Okay, wie gesagt, falls es da nochmal Rückfragen gibt, einfach kurz in den Chat stellen. Ja, dann kam eben nochmal eine Rückfrage, die ich tatsächlich auch sehr gut finde, weil ich glaube, die einfach viele betrifft. Da hat jemand geschrieben, er findet halt oft nur Websites, die sich selbst eben als Ratgeber für ein spezielles Thema ja positionieren und die Konkurrenz dann eher weniger verlinken würden. Also wenn man da jetzt in deinem Beispiel bleibt, jetzt Auto Bild, die möchte sich natürlich eher als Experte darstellen, wie dass sie dann noch mal auf jemand anderen verweist und schreiben halt einfach nur selber diese Spritspartipps auf. Ja, hast du da irgendwie eine Idee, wie man da argumentieren könnte, dass derjenige dich dann auch verlinkt? Ja, also es ist immer Zusammenhang mit dem Content-Marketing-Projekt oder Kampagne, die wir haben. Jetzt in dem Fall mit diesen Einsparpotenzial-Tipps mit dem Rechner. Da habe ich ja davor geguckt, das ist komplett unique, das heißt, das hat noch keiner. Aber wenn es natürlich der Fall ist, ist es schwierig, dass solche potenzielle Linkgeber auf einen anderen Inhalt verlinken, weil die das vielleicht selber machen können. Aber oftmals ist es so, dass wir herantreten an potenzielle Linkgeber, an Webmaster und sagen, ey, wir haben hier ein Projekt, ein cooles Thema, wäre das nicht was für eure Webseite? Ja, und dann schreiben die selber darüber und verlinken da. Aber ich verstehe schon die Frage, wie man da argumentieren kann. Ja, also ich würde da einfach immer versuchen, denen das so schmackhaft zu machen, dass es für ihn keinen Mehrwert gibt, ne? Sowas zu verlinken. Und man muss immer argumentieren, ey, das ist Mehrwert für eure Leser. Ihr führt den Leser zwar auf eine andere Webseite, aber die liefert ja neuen Inhalt und eine Problemlösung irgendwo. Das ist das, was ich bei der Verargumentierung reingeschrieben habe. Aber da muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das ist ja von Branche zu Branche unterschiedlich, von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Manche Themen sind emotionaler, manche sind eher datenbasierend. Also da gibt es jetzt tatsächlich keine Musterlösung. Aber ich kann die Frage, ich glaube, die kam vom Jochen, ne? Vom Jochen Weiß, kann ich schon verstehen. Ja, ich glaube, was da auch einfach wichtig ist, ist einfach, dass der Inhalt überzeugt, ne? Also das hatten wir ja auch ganz am Anfang gesagt. Also es bringt halt irgendwie nichts, einfach den fünften Spritrechner zu machen, von dem es halt schon viele gibt, sondern man muss
schauen, dass da halt noch mal irgendwas dabei ist, was eben noch keiner hat. Und wenn der Inhalt gut ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, das verlinke ich, noch mal viel höher, wie wenn der Inhalt halt nicht unique ist. Ja, aber ich denke, wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. Damit wären eigentlich auch alle Fragen beantwortet. Ansonsten, falls euch jetzt irgendwie nochmal eine Frage einfällt, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden und euch gerne per E-Mail nochmal eure Frage stellen. Wir beantworten das gerne auch im Nachgang. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, wie schön, dass ihr heute dabei wart, wie ihr natürlich hier schon seht, dass ihr so zahlreich zugehört habt, auch wenn es dann doch ein bisschen länger war. Aber das waren jetzt, glaube ich, dann auch nur noch die Fragen am Ende. Vielen lieben Dank auch an euch beiden, Elena und Michael, dass ihr dabei wart und natürlich auch Michael, dass du so viel von deinen Tipps und deinen Tricks aus deinem Alltag weitergegeben hast. Ich hoffe natürlich, dass ihr die auch bei euch in euren Arbeitsalltag integrieren könnt. Vielleicht war der eine oder andere Tool-Tipp dabei. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Vielen Dank euch allen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Sehr schön. Auch von mir nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Freut mich, wenn ich euch da helfen konnte. Und vielleicht sieht man sich ja auf der OMR live. Hoffen wir es mal. Würde mich freuen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.